So. Da ist schon wieder eine Fledermaus. Ich würde sagen, wir graben uns jetzt trotzdem hier nach oben. Klar können wir jetzt hier weitermachen und würden wahrscheinlich auch schöne Dinge finden. Sagt er und geht trotzdem weiter hinunter. Komm schnell hier, Fackel. Ich will wenigstens noch eine Truhe finden. Dann gehen wir wieder hoch. Nur eine Truhe. Eine einzige. Eine einzige Truhe. So, in der zweiten Aufnahme sind wir, wie gesagt, zweimal gestorben. Einmal war es ein Schnappi, hier müssen wir noch hinschreiben. So. Hier ist, glaube ich, nichts. Komm, bitte, noch eine einzige Truhe, das wird man doch irgendwie hinkriegen. So. Was hat's denn hier Geiles? Das ist mir auch neu, dass es hier Bäume gibt. Vor allem so tief unten. Ne? Maragoni-Holz, das ist doch das beste Holz, was es gibt. Ja, wo auch immer du jetzt gerade hingeflogen bist. Komm, noch eine Truhe. Diesmal nicht. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Wir gehen doch wieder hoch. Na gut, hier unten gucken wir mal noch schnell. Nee, das machen wir beim nächsten Mal. Nein. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Die Stadt kriegen wir schon wieder Fallschaden. Na, hallo? So. 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 Und hoch. Dann so und hoch. So, jetzt tun wir uns ganz langsam wieder hoch. Arbeiten. Ich möchte hier unten nicht mehr sein. So, weiter geht's. So. So. Ich möchte nicht mehr sein. Nee, nee, nee. Ja, wir sieht man, die Dinger machen uns auch noch zu viel Schaden. Also, das ist zu riskant, dass... Hallo, kannst du jetzt mal bitte hier hochgehen? So, dankeschön. Hallo, was ist denn heute mit dir los? Was ist denn heute mit mir los? Warum faile ich so? So. Das wurde als professionell. Und noch eine Truhe mit einem total wertlosen Holzbumerang. Es ist, ja, sehr schön. Da hat es sich ja auch wenigstens gelohnt, hier zweimal zu sterben. Hier ist gar nichts. Naja, wirklich, da hat es sich gelohnt, hier zweimal zu sterben, wenn wir hier zwei Holzkisten finden mit Müll. Hat es vielleicht hier unten noch irgendwo eine Kiste? Nee, hat es gar nichts. Nein, so wollte ich das nicht. So wollte ich das. Mal bitte da hoch. Und... Nee, komm, geh da hoch. Geh bitte da hoch. Ach. Sag mal. Ich krieg's irgendwie hin. Ich krieg's nicht hin. Mensch! So, geh mal hier hin. Vielleicht geht's hier besser. Warum machen wir uns jetzt eigentlich so schwer? So, nein. So. Jetzt. Geht doch. Warum nicht gleich so... Ach, die hat's ab... Der Blutmond steigt auf. Hat man das überhaupt schon mal gehabt? Der Blutmond bedeutet, dass, wie gesagt, jetzt ein Haufen von diesen... Ja, hat man schon gehabt. Gut, da brauchst du eigentlich gar nicht mal zu erklären. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Bei dem Blutmond hat es den Effekt, dass eben... Ach du meine... Ach du meine... Wir kommen ja nicht mehr raus. Jetzt kommen jetzt auch noch die Viecher. Ja, das sind zum Beispiel so welche Blutmond-Viecher. Da ist die Spawnrate einfach erhöht von diesen Nachtviechern.
Ach Mensch, die Fledermaus, die macht mich aber auch kirre hier. Hallo, jetzt haut doch mal ab, ihr Viecher. Ey, das wird immer mehr. Ich will hier weg, ich will hier weg. Ich will hier raus. Lasst mich bitte raus. So, bitte hier hin. Dann alles hier zerstören, alles zerstören. Bitte alles weg hier. Gehst du mal... Ach, diese Penetranten. Und da kommt schon das nächste Auge. Ich hasse diese Augen eigentlich. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Augen. Ja, und das Wasser wird übrigens auch so rötlich. Wir lassen die jetzt erstmal alle hier irgendwie ein bisschen runterfallen. Ach du meine Güte, meine... Ach nein, ach nee, ach nee, ach Mensch, ach. Warum hat es denn auf einmal so viele hier? So, jetzt die Fledermaus und dann los. Nein, die Fledermaus und dann los. Und bitte. Ja. So, den Rest mache ich jetzt hier mit der Spitzhacke. Der Rest ist mit. Haust du jetzt mal ab. Ihr penetranten Viecher, jetzt lasst mich doch mal hier wenigstens bitte wieder herauskommen. So. Ich muss merken, dass ich nicht immer so, dass ich nicht so weit weg vom Mikrofon gehe. Sonst hört man mich ein bisschen leiser. So, endlich. Wir sind frei. Frei. Freiheit. Jawohl. Lasst mich hier fort. Blutmond kommt mir gerade so vor, als wäre das auch ein bisschen irgendwie heller alles. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg eigentlich zum Ende hin. Wir wollten nur zum Ende. Oh, das nehme ich. So, nimm mal noch ein Tränkchen. Ah, wir kommen hier nicht mal weg. Warum hat es auf einmal auch so viele Augen? Ach du meine... Cool. Außer, dass sie einen Haufen Schaden machen. Wir haben einen Piratenbanner. Piranha-Banner. Ich hab dich nicht gesehen. Oh, ihr hattet noch mehr. Verderbnisfisch. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt erstmal... Haben wir einen großen... Wir haben natürlich keine großen Zaubertränke mitgenommen oder hier Heiltränke. Das ist wieder typisch ich. Wir werden hier von einer Kolonie Monster angegriffen und haben keine richtigen Zaubertränke mit. Warum klicke ich eigentlich immer die ganze Zeit? Erstens hört man es und zweitens brauchen wir es gar nicht, weil es ja eh die ganze Zeit schlägt. La 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 la. Oh 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 oh. Ja, warum haut er nicht einfach ab? Ja. Weil ich immer noch die Vermutung habe, dass wir eigentlich hier gut durchkommen. Noch. Und das bringt uns ja auch noch schön Geld ein. Außer die Viecher hier. Wo kommen die auf einmal her? Ach du meine Güte. Wo kommen die denn alle her hier? Ich hätte auch gern mal wieder hier volle Energie, wenn das möglich ist. 16 Sekunden noch. Oh, mein Kaffee riecht sehr schön. Ich muss gleich mal meinen Kaffee holen. Das habe ich gerade gemacht. Sternschnuppe. So, hier, komm, weg mit dir. Oh.
Anstrengend, anstrengend. Lalala, aber es geht langsam wieder voran und wir haben auch wieder einigermaßen Energie. Ja, jetzt läuft es einigermaßen gut. Muss man sich erstmal wieder reinfitzen hier in das Spiel und dann funktioniert das auch hier. Da, da. Epische Kämpfe hier und... Hui, la, 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 la. So wollte ich das hier. Hat sie schon wieder einen Dschungel? Das mag ich eben so an großen Welten. Wirklich in kleinen Welten hast du eben einen Dschungel. Dann hast du eben ein paar Wüsten oder ein, zwei Wüsten. Und das war's. Aber hier hast du eben, wie gesagt, vielleicht wirklich mal so drei, vier Biome, wo eben mal eine Wüste kommt, dann ein Dschungel, dann kommt mal wieder das, dann mal wieder ein Dschungel. Es hat einfach mehr. Das mag ich so an diesen größeren Welten. So, was hat's denn hier? Ach, Kupfererze, wir brauchen kein Kupfererz mehr. Und hier hat's schon wieder so einen Baum. Das gefällt mir. Sag mal, ist der irgendwie... Soll der so klein sein? Waren die nicht immer größer gewesen? Ich glaube, hier ist nichts. Ich hab dich doch gerade weggescheucht. Du sollst bitte weggehen. Ja, kommt alle her. Sterben werdet ihr denn trotzdem. Oder ich. So. Mini-Zombie. Genau. Sterben, erschlag hier mal die Zombie. Weiß gar nicht, ob das geht. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn ein Komet runterkommt. Der kommt ja irgendwie einfach irgendwo runter. Und wenn der mal gerade auf dich drauf fällt, kriegt man dann Schaden oder... Passiert da gar nicht. Ich habe auch schon irgendwie gehört, dass irgendwie Komete wirklich eben einfach mal so ins Haus reinfallen können. Dann das ganze Haus zerstören. Hoffe ich mal unseres Falles nicht. Aber wir haben natürlich auf Stein gebaut. Ich glaube, die Kometen fallen öfters auf Stein drauf. So ist mir das irgendwie selber irgendwie aufgefallen. Und eben in Verderbnis eben fallen die irgendwie meistens runter. Kann aber auch wirklich nur Ansichtssache sein. Also ich, so habe ich die Vermutung, dass das immer so war. Aber wenn bei uns mal ein Komet einfach so drauf fliegen würde, das wäre echt... Ja, zum Beispiel, das ist gerade überhaupt nicht schön hier. Warum wird es auf einmal so dunkel? Warum sind hier so viele Viecher? Oh, Mensch, ey. Ja, jetzt und komm, weiter mit dir. Warum hat's euch denn so viel? Ja, genau, renn doch in den Zombie rein. Und renn doch in den Piranha rein. Aber wir können keinen mehr nehmen. Oh Mann, oh Mann. So, hier ist übrigens wieder so eine Höhle, die wir nicht besuchen werden jetzt erstmal. Wir wollen eigentlich nur zum Ende hin. Aber wie sich das herausstellt, ist die Reise doch ein bisschen anstrengender als erwartet. Och ne, ja genau, die suche ich. Die suche ich. Und die lassen zerfetzte Stoffe fallen. Und mit diesen zerfetzten Stoffen können wir Betten herstellen. Das bedeutet, dass wir... Wir gehen mal hier trotzdem mal runter. Weil hier hat nämlich eine Truhe. Mit drinne nichts. Und mit diesen zerfetzten Stoffen können wir dann wie gesagt unser Bett craften. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier hinten so bin. Und eigentlich hat sie hinten dann immer so einen Tempel. Den hat sie jetzt aber gerade mal irgendwie aus mysteriösen Gründen nicht.
So, die Sache ist, nee, das ist noch gar nicht der. Das ist noch gar nicht das Ende. Aber hier unten hat es noch eine Truhe, die wir auf jeden Fall mitnehmen. Oh, wir haben Wasserrennschuhe. Ist das gut? Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich will eigentlich die Wolke im Glas haben. Mach mal hier eine Fackel hin. Hier hat es nichts mehr. So, zeig ich mal hier. Bietet die Möglichkeit, auf dem Wasser zu gehen. Na dann. Ach, sind wir gut. Wir sind Gott. Wir sind Gott. Wir können auf dem Wasser laufen. So. So. Aber eigentlich, wenn. Ach ja, und kriegen wir überhaupt Fallschaden, wenn wir so von ganz hohen auf das Wasser fallen? Das wäre eigentlich mal eine Idee. Quatsch, eine Idee, was man austesten müsste. So, was hat's denn hier? Hier hat's noch ein Wüstenbiom. Ja, da können wir mal hier noch gemütlich. Geier. Geh mal bitte. Hopp. 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 Und du, dich machen wir so tot. So. So. Und da hat es schon wieder so einen. Komm her. So, da tun wir uns mal wieder eingraben. Dass ich mal schnell hier die Aufnahme machen kann. So. So. So, einen Moment.